Lange Reise steht bevor, aber nicht mit dem Auto zum Airport. Aber es ist Stau, alle wollen in Urlaub. Und ja, ey, so verlässt man doch immer gerne die Garage. Immer tolle Fangeschenke. Ich danke euch immer für alles, was ihr mir so zukommen lasst. Stell dich mal dahin. So, Jen, jetzt Quizfrage an dich. Wie weit ist Berlin von hier entfernt? Schätz mal. 930. Und du wohnst hier ums Eck, ne? Fett Werbung gemacht, jetzt ist es halt soweit. Ihr seid halt wirklich, wo sind die Männer? Statt ein Kind hat jetzt einen Hund. Mensch. Ja, das kann doch nicht sein. Jen, wie muss das sein? Ruhe jetzt. Ich bin zu alt für deine Community. Oh, no front. Ey, ich glaube, jeder will in Urlaub oder was? Die Autobahn voll. Ich bin am Stuttgarter Airport. Ich habe es geschafft. Ich fliege jetzt nach Hamburg, um euch alle dort morgen zu treffen. Alle, die Lust haben, können vorbeikommen ab 12 Uhr. Adresse kennt ihr. Werdet ihr aber nachher oder morgen wahrscheinlich sicherlich nochmal posten. In unserem Pop-Up-Store könnt ihr alle vorbeikommen. Ich will mir für jeden Zeit nehmen. Und ihr wisst, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war auf der Crown-Seite, auf der Instagram, in der Instagram-Story gab es Umfragen die Tage, was ich morgen machen soll. Ich werde auch live streamen aus dem Pop-Up-Store. Und ja, die Umfragen stehen fest, aber dass ich in die Alster springe. Das entscheidet ihr. 20.000 Follower, dann muss ich. Ihr entscheidet. Live on stream. Baby, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Hallo. Soll ich morgen in die Alster springen? Ja. Ihr entscheidet. Shit, Alter, wer seid ihr denn? Und warum schreit ihr so durch den Airport? Was ist denn bei euch los? Du musst warten, bis der Mann der Stunde da ist. Was? Wer heiratet den auf dem T-Shirt bei euch? Der ist nicht da. Dolde! Ach so, also wirklich, ja? Oh, da freue ich mich aber für ihn, ne? Na klar. Leute, Jungs und Mädels, hier ist er doch. Stand er da am Airport. Ich weiß nicht, wie ich Bahnhof kommen soll. Sag ich, komm, steig ein Taxi. Junge Mensch, sitzt da. Komm von der Beerdigung. Wie könnte ich anders? Na, das ist schon mies, ne? Wie sitzt sich so im Taxi? Von, oh, du bequem, ey. Von anderen bezahlt. Sagt sie zu mir unten, Bourillon, wir haben ein kleines Upgrade für Sie. Ich sage, war? Dann haben Sie ein bisschen mehr Platz. Ich denke mir, geil, ich gucke, Gruß auf der Küche, ja, gracias, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Oh, und dann gehen wir einmal durch. Kinders, das kennt man so, von den guten Influencern aus Dubai. Einmal Hotel, oh, da werde ich mir nachher den Schwengel waschen und den Lappen durch den Schlitz ziehen. Wunderbar, wunderschön. So schläft sich's gut in Hamburg, du bist immer meine Perle. So, Freunde, ich habe gestern Nacht noch ewig rumgemacht, es lohnt sich. Den Teststream von einer Stunde gestern Nacht noch zu schauen als VOD. Ich bin in irgendeinem Auto gelandet. Jemand hat mir eine Hamburg-Rundtour gegeben. Ich war auf der Reeperbahn. Das alles in einer Stunde. Polizisten haben mich aufgehalten. Es war komplett krass alles, was heute Nacht los war. Eine Stunde Livestream, aber so viele Locations. Alles spontan hier aus dem Zimmer. Komm, wir gehen kurz runter. Zack, bumm, Leute getroffen. Hier dahin. Lohnt sich's anzuschauen. Ab 12 Uhr, Freunde, bin ich jetzt gleich. Für alle, die aus Hamburg kommen, in einer Stunde bin ich im Store von Crowns, Neuer Wall. Schaut in der Crown Story, da findet ihr auch die Adresse. Wer Lust hat, wer aus Hamburg kommt, ich bin da. Ihr könnt vorbeikommen. Ich freue mich auf euch. Schön am Unterschreiben hier. Schöne Red Bulls, na klar. Herzlich willkommen, Leute, im Crown Store. Und es ist noch nicht mal 12 und Leute sind echt schon da draußen. Die brauchen doch was zu trinken, oder nicht? Ja, hallo, grüß dich mal lieber. Moin. Wer will was trinken? Wollt ihr was trinken oder was? Hier, ein bisschen Red Bull, komm! Alter, Hamburg, Leute sind echt schon da. Ist ja crazy. Einmal durchnehmt euch Red Bullchen. Krass, Junge. Geil. Freunde, kommt vorbei. In unserem Laden. Sensationell. Neuer Wall. Sorry, Leute, Stream. Handy ist abgeraucht. Ich habe jetzt hier noch ein zweites Handy, versuche ich. Leute, er ist komplett geisteskrank. Er kauft sich die T-Shirts von Crowns, zeigt nochmal. Und lässt sie sich direkt von mir versauen. Alle. Der spinnt. Wirklich, der spinnt. Kommt vorbei, Hamburg. Wir sind da. Auch hier nochmal, war krank. Leute, was in diesem Store heute los war, auf der Straße. Es war krank, jeder auf seine Kosten gekommen. Danke, ja, ey, dass die beiden auch gekommen sind. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und dann ist, ey, guck mal hier, auch Noah, alle sind sie da. Unglaublich, ey. Oder da, guck mal da. Wer gekommen ist, da ist Verlass. Memo und Maria.
waren heute da. Nathalie natürlich, Späßchen muss sein. Hey, vielen Dank an alle fürs Kommen, ne? War echt krass und hab mich sehr gefreut, euch alle mal zu treffen. Ultra, wirklich. Und ich glaube, die gekommen sind, sind alle auf ihre Kosten gekommen. Und sorry an alle Luxusläden nebendran, die sich beschwert haben, ne? Tut mir leid. Ich kann auch nichts dafür. Seid doch mal froh, dass da die Leute in die Schaufenster gucken. Mensch, regt euch ab, Louis Vuitton. Der Gönnertisch, der hat sich schon gefunden. Wie jeder sich seine Flasche hier sichert. Ja, na klar, Mensch. Und die Trinkalge. Die hast du dir geschnappt, ne? Na klar. Wahnsinn, unser kleiner Malteser, ja? Können wir auch dann. Alge. Alge gönnt mir gar nicht. Der Stream heute abgeraucht ist bei einem 1.000-Euro-Smartphone, ist wirklich ein Joke, ne? Das muss man ehrlich sagen. Scheichgeier, dass du aus Instinkt als Ehrenzuschauer dieses Ding kaufst und wir mit dem iPhone weiter streamen, war so eine Ehrenaktion. Und jetzt gönne ich mir erstmal dieses wohlverdiente Bad. Das habe ich verdient, oder? Freunde, das soll es jetzt sein. Hamburg, I love you, es war Wahnsinn. Hey Leute, es tut mir leid, ich wollte vorhin eine Story machen, wie das ausgesehen hat. Dieses Kalbschnitzel hier ist so krank. Dünne französische Pommes von einem anderen Stern und dieses Kalbstatar, oder wie das heißt. Ich schnall hier ab, das ist krank, das ist einfach krass. Da ist er doch. Von gestern Nacht aus dem YL-Stream, kaum wieder zu erkennen. Auf einmal seriöse Bedienung. Unglaubliches Essen, mein Lieber. Es ist unfassbar. Beef Tartar, unglaublich. Es ist krass. Nein.